Astrid, möchtest du uns was sagen? Du kannst ja noch ein, zwei Mal einatmen, bis die alle da sind. Ja, atmen ist wichtig. So, Halma. So. So, soll ich da mal? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Landesverband Bayern. Au Backe, was für Vorschusslorbeeren. Dieser Verband wurde heute vor 9 Jahren gegründet. Und ich habe mir da mal vorgestellt, wie viel Enthusiasmus, wie viel Hoffnung, wie viel Bereitschaft zur Veränderung damals so der Impuls waren, der dazu geführt hat. Durch wie viele Höhen und Tiefen sind wir schon miteinander gegangen? Die Piratenpartei ist schon einzigartig. Sie ist es deshalb, weil sie die einzige Partei ist, die ihre Standpunkte vertritt, komme, was da wolle. Wir hatten gute und schlechte Phasen. Wir hatten Zeiten, in denen wir in den Himmel gehoben wurden, in denen Erwartungen an uns gestellt wurden, die wir nicht wirklich erfüllen konnten. In denen Menschen, auch Parteimitglieder, in uns was gesehen haben, was nicht da war. Wir hatten Erfolg und wir hatten Misserfolg. Wir dürfen uns eins nicht nehmen lassen, unsere Authentizität. Unser Rückgrat, unsere Lust an der Diskussion, unsere Freude an der Auseinandersetzung. Das ist es, was die Piratenpartei ausmacht. Wenn andernorts mehrere Kandidaten für einen Posten da sind, ist die Rede von einer Kampfkandidatur. Bei den Piraten heißt das Auswahl. Demokratie bedeutet die Wahl haben. Und zwar die Wahl, das Beste auszusuchen, was wir kriegen können. Und nicht etwa die Wahl zwischen Pest und Cholera. Eine wirkliche Wahl. Und das ist es, was in der politischen Landschaft derzeit einfach fehlt. Der Eindruck, den alle Parteien machen, die um die Gunst des Wählers buhlen, ist, sie reden eben diesen Wähler so lange nach dem Mund, bis sie gewählt sind. Danach machen die sogenannten Volksparteien doch sowieso, was sie wollen. Eben das sind die Piraten nicht und sie wollten es nie sein. Wir haben gegen den Strom Standpunkte vertreten, erklärt, begründet, bis wir durchgedrungen sind. Und das ist es, was gebraucht wird. Das ist es, was wir sein müssen. Und da haben wir unsere Werte. Rückgrat, Aufrichtigkeit, Mut zur Auseinandersetzung. Das erfordert Geduld, und zwar viel Geduld. Das allgemeine Vertrauen in die Politik ist nachhaltig erschüttert. Jeder, der sich politisch betätigt, steht automatisch im Verdacht, nur zu sagen, was die Leute hören wollen, um nur in ein Parlament zu kommen. Wer in diesem Geschäft ehrlich ist, authentisch ist, geradlinig ist, wird automatisch mit Misstrauen beäugt werden. Dieses Misstrauen gilt es für uns auszuhalten und stur weiterhin darauf aufmerksam zu machen, dass der Weg, den unsere sogenannten Volksvertreter eingeschlagen haben, uns unsere Menschlichkeit nimmt und uns zu Dingen herabwürdigt. Wir sind Dinge, die die Wirtschaft in Gang halten müssen, die konsumieren müssen, die funktionieren müssen. Und wenn wir nicht so funktionieren wie gewollt, dann sind wir nichts mehr wert. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr es mich ankotzt, dass Unternehmen, deren Seiten ich im Internet besurfe, aus meinem Surfverhalten meine intimsten Gedanken erraten möchten. Dass Versicherungen versuchen, das Risiko einzuschätzen, dass sie für die Zahlungen, die ich leiste, tatsächlich mal die vereinbarte Leistung erbringen müssen. Dass die Einrichtungen des Staates mir hinterher spionieren, um sicher zu sein, dass ich auch nichts Böses im Sinne habe. Wir sind keine Menschen mehr, die leben, wir leben, um zu arbeiten. Wir sind Human Resources. Wir sind keine Menschen mehr, die E-Mails schreiben. Wir sind potenzielle Straftäter.
Wir sind keine Spaziergänger mehr, sondern potenzielle Terroristen. Wir, die Piratenpartei, haben das begriffen. Wir haben auch begriffen, wie gefährlich es ist, die Informationstechnologie zu missbrauchen, um jeden einzelnen Menschen im Griff zu haben. Wir wissen auch, wie wichtig es gerade deshalb ist, dass politische Entscheidungen nachvollziehbar sind, transparent sind. Wir wissen auch, wie wichtig es gerade deshalb ist, jedem einzelnen Bürger die Möglichkeit zu geben, sich am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Das erfordert Geduld, Wiederholung, das Einsammeln von Watschen, das Wiederaufstehen, das Erklären von Zusammenhängen. Immer wieder, so lange, bis wir durchdringen. Dazu müssen wir auch und gerade uns mit denen auseinandersetzen, die nicht unserer Meinung sind. Wir müssen auch miteinander reden, immer wieder darauf hinarbeiten, dass wir uns in unseren Grundprinzipien weiterhin einig sind. Das wird auch noch mehr Durststrecken bringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn wir dranbleiben, wenn wir stur genug sind, wenn wir uns nicht von irgendwelchen äußeren Einflüssen beirren lassen, dann werden wir erfolgreich sein. Und dann werden wir mit Fug und Recht die sein, die von sich sagen können, wir, die Piraten, sind die, die dafür gesorgt haben, dass wir weiterhin in einem freien Land leben. Lasst uns darauf hinarbeiten und lasst uns genau das tun. Und wenn es nochmal 9 Jahre dauert. Danke.